Hallo und wieder mal herzlich willkommen auf Mazes Clash Channel. Heute schauen wir uns ein bisschen die Angriffstaktik Golaloon an. Und zwar in einem aktuellen Clankrieg gegen diesen koreanischen Gegner, den ich nicht aussprechen kann. Und wir überprüfen einfach mal, wie Golaloon denn so funktionieren sollte. Wir schauen uns dazu mal den Angriff von Mr. D, unserer Nummer 2, auf die gegnerische Nummer 7, Dana 14, an. Und das Ziel bei Golaloon ist es, zuerst einmal mit Golems und mit Magiern die gegnerische Königin außer Gefecht zu setzen und auch die Clanburg zu ziehen. Hier sehen wir schon, wie Mr. D mit zwei Golems reingeht und der Sprung wird da hinten gesetzt. Mit Mauerbrechern hat auch die erste Reihe von Mauern schon aufbekommen und König und Königin laufen nun rein und die Magier cleanen praktisch die gegnerischen Clanburg-Truppen. Und was auch ganz wichtig ist, die Königin wird besiegt und meistens versucht man damit auch noch eine Luftabwehr down zu kriegen. In dem Fall schafft es ein einzelner Magier gerade so zum Glück noch die Luftabwehr, die noch dasteht, zu zerstören. Und anschließend kann die Luftphase beginnen. Mr. D startet da von der anderen Seite, genau da, wo die Luftabwehren eben noch stehen, mit seinen Hunden und mit den Loons in einer Reihe. Und was Mr. D jetzt macht, er benutzt keine Wutzauber, sondern die neuen Speedzauber. Und wie man sehen kann, es funktioniert eigentlich auch ziemlich gut. Er hat die hier so schön in 5 Ringe aufgeteilt. Die Loons werden eigentlich alle davon erfasst und von der Geschwindigkeit her sind sie ziemlich schnell im Kern drinnen. Ein Lavahund hat auch noch überlebt und die Loons cleanen schön die gegnerischen Verteidigungen. Hier steht noch ein X-Bow, aber der letzte Lavahund tankt die Loons ziemlich gut. Und auch der Magierturm mit seinem Splash-Damage dürfte da kein allzu großes Hindernis mehr sein. Genau, jetzt sehen wir schon, ein Bogiturm steht noch, eine Kanone, die den Luftballons natürlich nichts anhaben kann, und der Luftfeger, der aber in die falsche Richtung gedreht ist und jetzt auch nichts mehr machen kann. Und dann ist es eigentlich nur noch Aufräumarbeiten für die restlichen Truppen. Ganz wichtig dabei ist es, dass der Lavahund drauf geht, weil dann natürlich die kleinen Hündchen rauskommen und die sind für das Cleanup ziemlich, ziemlich wichtig. Es gibt vielleicht demnächst auch mal eine kleine Episode, in dem das nicht ganz so funktioniert hat, wie es dann sollte. Und da haben wir die 3 Sterne von Mr. D gegen die gegnerische Nummer 7. Dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter so langsam. Und zwar nehmen wir die Nummer 5. Und zwar wieder ein Angriff von Suyus, den habe ich ja auch schon mal gezeigt. Der hat schon ein paar ziemlich gute Angriffe, auch mit Golaloon oder auch sehr interessante Hybridangriffe gezeigt. Und hier, die Base ist sehr interessant. Er geht mit einem Sprungzauber rein, die Golems tanken und ziehen auch die gegnerische Clanburg. Und man sieht hier, die zwei Luftabwehren stehen sehr, sehr nah beieinander. Heißt, er hat eigentlich eine ziemlich gute Chance, beide Luftabwehren zu zerstören. Und er hat auch insgesamt nur 2 Lavahunde dabei, aber dafür mehr Luftballons. Da, die Queen geht rein, genauso wie die Magier. Die Golems tanken, der König steht auch drin und hat jetzt schon die erste Luftabwehr zerstört. Und die Queen und die Magier haben jetzt die zweite Luftabwehr. Und während die Verteidigungsanlagen in der Mitte noch abgelenkt sind, startet Suyus schon mit dem Angriff von oben, mit den Hunden, die zuerst reinkommen, und anschließend die Loons, die hinterhergesetzt werden. Diesmal anstatt Speedzauber Wutzauber und präzise setzt er noch die letzten verbleibenden Luftballons an Stellen, wo sie noch gebraucht werden. Also immer noch so ein paar, vielleicht aufheben, so 1, 2, damit man die noch zur Not irgendwo setzen kann. Der Heilzauber in der Mitte war relativ unnötig, den hätte es gar nicht gebraucht, aber der war wohl da in der Mitte, war ziemliches Gerangel, deshalb hat er den vermutlich noch gesetzt. Und es bleiben noch genügend Ballone übrig, um noch den letzten Bogiturm außer Gefecht zu setzen, und der Mörser kann denen ja sowieso nichts mehr anhaben. Und wieder mal ist es nur noch eine Aufgabe von den Lavahunden. Die Königin selber hat auch überlebt und arbeitet noch fleißig mit, und die Ballone cleanen auch, und da sind es wieder weitere schöne 3 Sterne für Suyus. Die Armeezusammenstellung waren 2 Golems und 2 Lavahunde. Ich selber benutze meistens auch 2 Golems, aber 3 Lavahunde, da ja dann meistens noch 3 Luftabwehren übrig bleiben. Aber in dem Fall hat Suyus ja 2 zerstört, heißt, er kann auch mit den Lavahunden sparen.
Und jetzt sind wir schon bei einem weiteren Angriff von Erik. Diesmal Rathaus 9 gegen Rathaus 9. Und von rechts mit zwei Golems, mit Königin und Königin, die auch wirklich schön mit reinlaufen. Hier sieht man auch, die gegnerische Königin ist relativ wehrlos ihnen ausgesetzt. Und eine Luftabwehr ist auch direkt in diesem kleinen Abschnitt drin. Heißt, eigentlich perfekte Base für Golaloon. Der Sprungzauber gesetzt, damit König und die Golems noch ein bisschen weiter mit reinkommen und noch gegnerische Verteidigungen mitnehmen können. Und da fällt auch der Drache aus der gegnerischen Clanburg, was sehr, sehr wichtig ist, dass die zerstört ist, weil ein Drache kann gegen eigene Luftballons sehr, sehr viel Schaden anrichten. Da wir jetzt bei einem Rathaus 9er gegen Rathaus 9er sind, ist es etwas wichtiger, die Loons sehr platziert zu setzen, was Erik hier wirklich schön macht. Immer zwei Loons an die Verteidigungen, denn er hatte insgesamt nur 14 Luftballons und da ist es wirklich wichtig, dass er auch etwas mit den Loons spart und sie wirklich eben präzise setzt und nicht in einer Reihe entlang zieht. Was aber natürlich auch mal funktionieren kann. Hier hat er auch mit drei Hunden angefangen, zwei von oben und der eine noch auf die letzte verbleibende Luftabwehr. Ein Speedzauber unten, der den letzten Luftballon noch zum Luftfeger beschleunigt. Und da fällt auch der letzte X-Bow gleich und der letzte Bogiturm. Und es ist wieder mal nur Aufräumarbeiten für die kleinen Hündchen, für die Königin, die noch da ist und für die übrigen Luftballons, die noch übrig geblieben sind. Da machen wir mal etwas schneller und haben wieder wunderschöne 3 Sterne. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich bin selber auch immer noch am Lernen und vielleicht habt ihr ja auch Anmerkungen, Verbesserungen oder Tipps und Tricks, wie man das Ganze besser machen kann. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder einschaltet und wünsche euch bis dahin viel Spaß hier auf Mazes Clash Channel.